Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich bin wieder im nächtlichen McFit und dieses Mal zeige ich euch, was ihr Besseres machen könnt als Planks. Planks sind eine wahre Plage, denn sie kommen durch das Social Media Zeitalter vor allem nach oben und erfüllen so ungefähr gar keinen Sinn. Und wenn man es sogar noch ein bisschen weiter spinnt und die challengeartige extreme Ausführung der Planks sorgt sogar eher für Schäden. Ja, dafür, dass eigentlich die Muskulatur gar nicht so richtig gut trainiert wird und schlecht trainiert wird und vor allem der ganze Körper darunter leidet. Warum? Planks, nur noch zur Erinnerung, für die, die es nicht wissen, ist es ja eigentlich nur, sich so mit Körperspannung auf den Boden zu halten. Das ist eine Übung, um die ganze Körperspannung vor allem herzustellen. Eine Torso-Stabilisation vor allem. Das macht man für 20, 30 Sekunden, wenn überhaupt bis 60 Sekunden hoch. Problem dabei ist, es ist eine rein statische Übung, eine statische Wiederholung, weil man den Muskel kein bisschen bewegt. Man erfüllt also keinen Radius. Ihr kennt das, heutzutage redet man oft von der Range of Motion. Jede Übung ist nur so gut genug, wenn sie eine große Range of Motion hat. Hier haben wir eine No Range of Motion. Denn wir bewegen den Muskel kein bisschen, wir halten ihn einfach nur starr und er verkrampft regelrecht. Daran ist natürlich nicht gut, er wird nicht genug versorgt, im Gegensatz zu einer Bewegung oder wenn wir sogar in die Dehnung mit reingehen. Wir trainieren vor allem sehr einseitig, denn es gibt keine Kontrabewegung zum Plank. Der Plank vorne ist ähnlich wie ein Liegestütz, den ihr haltet. Trainiert so ein bisschen die Brust, die vorderen Schultern, aber nur ein Teil des Körpers. Was ist mit dem rückwärtigen Teil? Jetzt kann man sagen, okay, zum Ausgleich hänge ich mich irgendwo dran und bleibe dafür 5 Minuten, solange ich den Plank gemacht habe. Macht aber keiner und schafft auch keiner. Also was macht man? Ein normales Rückentraining? Dann trainiert ihr den Rücken komplett anders, als ihr die vordere Seite trainiert mit diesem Plank, wenn ihr den 5 Minuten haltet oder 6. Es ist absolut blödsinnig und ist ein reines Social-Media-Phänomen, wo Leute sich gegenseitig challengen. Oh, ich schaffe jetzt 5 Minuten Plank, 10 Minuten Plank. Glaubt mir, es führt zu Fehlhaltungen im Körper und auch dazu, dass die Muskulatur einfach nur schlecht trainiert wird. Jetzt die guten Alternativen zu Planks, die auch wesentlich größere Herausforderungen darstellen, als einfach nur auf dem Boden zu hocken. Dazu können wir entweder so eine professionelle Rolle nehmen. Link findet ihr unten. Ist gar nicht mal so teuer und erfüllt seinen Zweck. Das Ding ist jetzt, das hier benutzen wir gar nicht, außer ihr könnt auch Pullover benutzen, eine Hose, einen Teppich, irgendetwas, damit die Knie bei der Boden nicht so hart ist, nicht zu schmerzen. Was ihr nun hiermit macht, ihr geht von einer Hockposition, von einer aufrechten Hockposition, rollt ihr nach vorne, komplette Körperspannung, auch in den Armen. Sobald ihr könnt, runter. Und wieder hoch. Hier ist der Plank sogar noch erweitert, weil er die Arme ausstreckt. Und das trainiert alles, was der Plank macht, nur richtig. Es gibt auch Alternativen dazu. Ihr könnt euch auch eine Hantel machen mit zwei kleinen Hantelscheiben und diese rollen. Dann braucht ihr nicht mal die Rolle. Oder, wie wir es hier sehen, ihr könntet auch die TRX-Bänder benutzen. Da könnt ihr genau das gleiche machen. Ja, damit Knie schonen und hiermit nach vorne gehen und wieder hoch. Sorgt dafür, dass ihr hier nicht einfach aufrecht sitzen bleibt und da keine Körperspannung mehr ist, sondern maximal so. Dann geht ihr wieder runter. Wenn ihr noch nicht ganz runter könnt, macht das ruhig bis da. Ihr sollt ja nicht in zwei Hälften zerbrechen und dann wieder hoch. Und arbeitet euch vor, bis ihr ganz runterkommt. Und dann so viel Wiederholung wie möglich. Die absolut größte Herausforderung, die ihr haben könnt, ist, wenn ihr es im Stehen macht. Im Stehen und dann langsam runter. Ihr seht, ich kann nicht ganz runter. Das macht mein Rücken nicht mehr mit. Das ist die saubere Form von Planks und Körperspannung. Dann müsst ihr trotzdem noch den Antagonisten trainieren. Aber das kann man wesentlich besser ausgleichen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und was gebracht. Wenn ja, Daumen hoch und schreibt mir mal in den Kommentaren, wie viele Idioten ihr kennt, die diese 5 bis 10 Minuten Challenge mit Planks machen. Leute, erzählt denen mal, dass das eigentlich nicht so gut ist. Bis bald, euer Gotti.